Ja, ich möchte euch einen Vers vorlesen, der mich in letzter Zeit sehr geprägt hat und wo gerade meine Mutter heute Morgen mich wieder daran erinnert hat. Und zwar steht da im 5. Mose 32,11. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So wird Gott beschrieben. Wie der Muttervogel, der seine Kinder aus dem Nest schmeißt, damit sie fliegen lernen, aber immer unter ihnen fliegt, um sie auffangen, falls sie es nicht schaffen. Hey, Gott möchte uns vorbereiten auf unseren Kampf und auch will uns den Kampf nicht abnehmen, aber er wird uns unterstützen. Er ist da, er fängt uns auf und er ermutigt uns, wenn wir nicht mögen. Wir müssen aus unserer Komfortzone raus, aus dem Nest raus, um fliegen lernen, um eben leben lernen, um das können sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Hey, wage einfach den Schritt und geh raus. Und du weißt, Gott hat versprochen, dass er da ist, dass er dich auffängt und dass er dich aufbaut, wenn du nicht machst.